14,45 Uhr. Donald Trump fährt rein, sie muslimische Videos der britischen Rechtsextremen Jada Fransen verbreitet. Das Twitter-Profil dieses Präsidenten teilte die Jetzt-Videos am Mittwoch. Zwei der drei Aufnahmen zeigen Gewalttaten angeblicher Muslime, eines davon offenbar reinen Mord. Ein drittes zeigt die Zerstörung einer Statue der Jungfrau Maria. Ob die Videos echt sind, lässt sich nicht klären. Ein Video soll zeigen, wie ein muslimischer Migrant in den Niederlanden einen Jungen auf Krücken verprügelt. Doch niederländischen Medienberichten handle es sich bei dem Täter weder um einen Moslem noch um einen Zuwanderer. Die 31-jährige Fransen ist die stellvertretende Vorsitzende der rechtsextremen Gruppe Britain First, die 2011 aus der rechtsextremen britischen Nationalpartei BNFA vorging. Die Gruppe warnt vor der vermeintlichen Islamisierung Großbritanniens. Ihr Emirin Nathan Trumps Wahlkampfslogan America First. Trumps Vorgehen sorgte umgehend für Empörung in den sozialen Medien. Bitte stoppen Sie diesen Wahnsinn und nehmen Sie Ihre Tweets zurück, schrieb der britische Moderator Piers Morgan. Fransen hingegen bejubelte die plötzliche Aufmerksamkeit. GOTTSEGNETRUMP, schrieb sie in Großbuchstaben auf Twitter. 08,08 Uhr. Im Streit um die Neubesetzung des Spitzenpostens der US-Verbraucherschutzbehörde hat Präsident Donald Trump vor Gericht einen Sieg errungen. Ein Bundesgericht in Washington erklärte es am Dienstag für rechtens, dass Trump seinen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum kommissarischen Leiter der Behörde ernennt, die Verbraucher bei Finanzgeschäften vor missbräuchlichen Praktiken schützen soll. Hinter dem Personalstreit steht sein Konflikt um die künftige Ausrichtung der Behörde. Der scheidende Direktor hatte gegen Trumps Wunsch seine Stellvertreterin Leandre Englisch beauftragt, die Behörden nach seinem Ausscheiden kommissarisch zu führen. Dies vereitelten und das Gericht in Washington. In Washington Wired erwartet, dass Mulvaney nun in Trumps Auftrag die Kontrolle der Finanzindustrie durch die Behörde schwächt und Regulierungsbestimmungen zurückfährt. Mulvaney hätte sich bei einem Interview als kranken schlechten Witz bezeichnet. Trumps Regierung will zudem die Unabhängigkeit der Behörde beschneiden und sie unter schärfere Kontrolle des Kongresses stellen. Unterstützer halten der Behörden hingegen zugute, nach der Finanzkrise 2008 den Verbraucherschutz im Finanzbereich effektiv verstärkt zu haben. Sie setzte stärkere Rechte für Darlehensnehmer durch, ging gegen Wucherzinsen bei Kurzzeitkrediten vor und verpflichtete Banken und Versicherungen zu kundenfreundlicheren Praktiken. Trump begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Sie sei ein großer Sieg für die Verbraucher, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mittwoch, 29. November, 7.49 Uhr. Führende Politiker der Russdemokraten haben ein für Dienstag geplantes Treffen mit US-Präsident Trump zu wichtigen innenpolitischen Themen kurzfristig abgesagt. Die Oppositionsführer im Senat und Repräsentantenhaus, Charles Schumer und Nancy Pelosi, reagierten damit offenbar auf eine Äußerung Trumps vom Vormittag Ortszeit. Der Präsident hatte den Demokraten via Twitter unter anderem vorgeworfen, sie würden einen unkontrollierten Strom illegaler Zuwanderer befürworten. Ich kann keine Einigung erkennen, schrieb Trump. Da der Präsident keinen Deal erkennen kann, ist es wohl der beste Weg, stattdessen mit den Republikanern im Kongress zu verhandeln, schrieben die beiden führenden Demokraten in einer gemeinsamen Mitteilung. Statt zu einem Show-Meeting ohne Aussicht auf ein Ergebnis zu gehen, habe man die Mehrheitsführer beider Kongresskammern, Paul Ryan und Mitch McConnell, um Gespräche gebeten. Trump ist auch bei einem Teil der Republikaner im Kongress mehr und mehr isoliert. Auch von der Mehrheitspartei kamen zuletzt Stimmen, die den Präsidenten bei der Verhandlung wichtiger anstehender Themen wie etwa der Steuerreform am liebsten heraushalten wollen. Vorherige Seite, nächste Seite, Seite 12345,605.